Moin Leute, hier ist Emre und heute zeige ich euch, wie ihr den Musikstreamingdienst Spotify auf eurer PS4 verwendet. Dabei sprechen wir über die Kopplung eurer Handys und Tablets, auf welche Einstellungen ihr achten müsst, wie ihr eure PlayStation über euer Handy mit Spotify Connect einschalten könnt und vieles mehr. Für regelmäßige Videos rund um PlayStation könnt ihr uns gerne ein kostenloses Abo dalassen, um immer auf dem neuesten Stand zu sein. Los geht's mit Spotify. Wenn sich die Spotify-App noch nicht auf eurem Dashboard befindet, könnt ihr sie kostenlos aus dem PlayStation Store herunterladen. Falls ihr in letzter Zeit ein Spiel mit einer Elgato Capture Card oder ähnlichem aufgezeichnet habt, werdet ihr die Spotify-App vermutlich nicht öffnen können. Hierfür müsst ihr vorher zu euren Einstellungen. Dort drückt ihr auf System und setzt ein Häkchen bei HDCP aktivieren. Apps wie Netflix, Amazon Instant Video und Co. können ohne HDCP nicht verwendet werden. So gehört auch Spotify zu dieser App-Kategorie. Habt ihr die App gestartet, könnt ihr euch entweder kostenlos registrieren und gegebenenfalls ein kostenloses Testabo starten oder ihr meldet euch mit euren bereits vorhandenen Spotify-Anmeldedaten an. Sobald ihr euch anmelden möchtet, schlägt die App vor, euer Smartphone oder Tablet mit der Konsole zu verbinden. Das ist in nur 3 Schritten super einfach erledigt. Stellt sicher, dass euer Smartphone mit demselben WLAN verbunden ist wie eure Konsole, spielt auf eurem Smartphone oder Tablet einen Song ab und tippt unten auf verfügbare Geräte und zum Abschluss wählt ihr eure Konsole aus. Damit ihr beim Zocken entspannte Mucke hören könnt, müsst ihr im letzten Schritt nur noch bestätigen, dass sich euer Spotify-Konto mit eurem PlayStation Network-Konto verbinden darf. Dadurch teilt Spotify eure öffentlich verfügbaren Infos, eure E-Mail-Adresse und den Abonnementtyp eures Kontos mit dem PSN. Ihr könnt die Verknüpfung zwischen eurem Spotify- und PSN-Konto jederzeit trennen, indem ihr euch ganz easy auf eurer Konsole von Spotify abmeldet. Nun seid ihr bereit, eure Lieblingsmusik abzuspielen. Startet einen Song, drückt die PS-Taste und startet ein Spiel eurer Wahl. Die Musik läuft dabei durchgehend weiter. Allerdings ist das Audio eures Spiels dadurch nicht automatisch gemutet. Falls euch die Musik zu laut ist und ihr gerne mehr vom Spielsound hören möchtet, könnt ihr die Musiklautstärke einfach an eurem Handy oder Tablet lauter und leiser regulieren. Natürlich geht das Ganze auch über das Schnellmenü auf eurer PS4. Einfach die PS-Taste gedrückt halten, anschließend auf Spotify drücken und schon könnt ihr die Einstellung über eure Konsole steuern. Kommen wir zu einem sehr coolen und praktischen Feature mit Hilfe der Spotify-App. Drückt oben rechts auf euer Konto und anschließend oben links auf PlayStation über Spotify aktivieren. Dort könnt ihr eure sich im Ruhemodus befindende PlayStation mit der Spotify-App auf eurem Handy einschalten. Setzt beide Häkchen und fertig. Befindet sich die Konsole im Ruhemodus, kann ich auf meinem Smartphone oder Tablet erneut einfach auf verfügbare Geräte drücken und sobald ich meine Konsole ausgewählt habe, schaltet sich die Konsole automatisch an. Drücke ich auf meinem Handy auf Play, läuft auch schon direkt der Song. Möchtet ihr die Spotify-App ausschließlich über eure Konsole ohne Smartphone oder Tablet verwenden, drückt ihr ganz am Anfang auf andere Anmeldemethoden, gebt eure Anmeldedaten ein und landet im exakt selben Menü. Selbst dann könntet ihr noch mit einem Handy alles konfigurieren. Falls ihr gerade aber keins zur Hand habt, geht das alles selbstverständlich auch ohne. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und weitergeholfen. Wenn dem so ist, würden wir uns riesig über ein Like und ein kostenloses Abo freuen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Muckepumpen und wir sehen uns in den nächsten Videos. Tschüss!